Als ich zum ersten Mal die Kriegssonate hörte, war ich total überwältigt von dem folkloristischen, aber auch sehr lyrischen Charakter der Sonate. In der späteren Erarbeitung der Sonate war es für mich ein besonderes Erlebnis, in diese märchenhafte Welt voller Poesie und Magie einzutauchen und diesen norwegischen Volkston zu entdecken. Wir haben uns für unsere CD zwei Elegien von Liszt ausgesucht, die den Komponisten nicht als ungarischen Klaviervirtuosen zeigen, sondern feinfühlig und introvertiert in seinen letzten Lebensjahren. Ich denke, wir können uns alle in diese Stimmung und Gefühlswelt von Liszt hineinversetzen. Mit seinem Klagelied, der Elegie, thematisiert er den Tod. Und das ist ein Thema, das jeden Menschen betrifft und anspricht. Und das macht das Werk und die Gefühle, die es widerspiegelt, so authentisch. Die Musik wirkt einerseits melancholisch und abgeklärt. Und andererseits hat sie den Moment des Aufbäumens, gegen den Todesgedanken inne. Und schließlich siegt die Hoffnung. Gerade weil wir uns bei unserem gemeinsamen geschwisterlichen Musizieren gegenseitig blind vertrauen können, ist ein wichtiger Faktor in unserer Zusammenarbeit, Routine zu vermeiden. Ein großer Teil unserer musikalischen Herangehensweise an ein Werk liegt darin, immer wieder Interpretationen zu überdenken. Vor allem bei Stücken, die wir schon sehr oft im Konzert gespielt haben, wie die Sonate von César Franck. Bei der Herangehensweise an dieses Stück stellte sich für uns die Hauptaufgabe, die in sich geschlossene Empfindungswelt der einzelnen Sätze herauszuarbeiten und so in der Gesamtheit, im Zyklus, eine einzigartige Stimmung zu kreieren. Die Besonderheit bei einer Tonaufnahme besteht für mich darin, den Spagat zu schaffen zwischen einerseits Präzision und Perfektion und andererseits der Spontanität, wie man sie so oft im Konzert auf der Bühne eben erlebt. Der Reichtum an Klangfarben und an atmosphärischer Dichte macht die Franck-Sonate zu einem ganz eigenen, besonderen Kosmos.